So, Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4. Jawohl, willkommen zurück zu Resident Evil. Ja, wie wollte ich jetzt eigentlich anfangen? Erstmal wollte ich anfangen. Ich hoffe, ich habe den Mauszeiger diesmal nicht im Bild. Ich wurde ja mehrmals darauf hingewiesen in den letzten Parts, dass der Mauszeiger im Bild war. Ups, dafür Entschuldigung. Dann zweitens, ich habe gerade endlich Ferien und bin endlich mal dazu gekommen aufzunehmen. Wir haben ja jetzt schon 2 Tage Ferien, beziehungsweise gehören die 2 Tage. Ne, doch, wir haben schon 2 Tage Ferien und es ist jetzt gerade der 2. Tag, an dem ich aufnehme und es ist abends, 19:51 Uhr, und ich dachte mir, ach komm, wir nehmen jetzt mal ein bisschen Resi auf, ich habe gerade mal genug Zeit. Und ja, jetzt sind wir hier nun. Im letzten Part ist nicht viel passiert, außer dass wir da aus dieser Tür einen Schlüssel geholt haben und sind durch so einen Lavasee gelaufen, was aufgebaut war wie so ein Karussell. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, zu dieser großen Tür in der Haupthalle zu gelangen, wenn wir da lang fahren und dann da lang und dann da lang und dann kommen wir da hin. Und durch diese Haupthalle müssen wir, da wo der rote Punkt leuchtet, da müssen wir durch, und dafür haben wir die ganze Zeit ja in dem Schloss diese komischen Teile gesammelt und die müssen wir jetzt da einsetzen. Dafür müssen wir aber jetzt so eine kleine schöne Gondelfahrt hier machen, so eine ganz gemütliche, und mal schauen. Sorry dafür. Ich bin ein bisschen heiser. Nee, kann man sagen heiser? Nur die Stimme ist ein bisschen erschöpft. Okay. Komisch auch, dass sie nie miteinander reden, oder? Ist euch das mal aufgefallen? Also, ich finde, die sprechen sehr wenig miteinander. Oh Mann, ist das laut. Ich finde, die sprechen wenig miteinander. Kann aber auch nur mir so gehen, also ich weiß es nicht. So, die... Ah, okay, wir haben die Tür jetzt aufgeschlossen. Das war der Schlüssel, den wir dafür gebraucht haben, glaube ich. Moment mal, haben wir überhaupt einen Schlüssel gesucht, letzte Folge? Ich bin nämlich der Meinung nicht. Wo sind wir? Ach ja, doch, wir sind hier richtig, genau. Hier waren wir letztens und ich glaube, ja genau. Das hatte ich nämlich übersehen. Das war genau das, was ich haben wollte. Mal nachladen, und ich glaube zu wissen, dass ich dieses Teil, ja nicht das, dass ich dieses Teil, wo ist es denn jetzt hin? Ach, das hier. Dass ich das mit dem genau, das konnte ich nämlich kombinieren. Das ist nämlich genau das, was ich vorhatte. So, ach, und was ich nochmal gucken will, ist hier irgendwo noch ein Verkäufer? Nee. Okay, jetzt können wir eigentlich die ganzen Teile hier einsetzen. Das ist das erste, der Kopf der Zier. Okay, dann der Kopf des Löwen und dann der Hinterteil, das Hinterteil von beiden. Und schon öffnet sich ein Geheimgang. Ja, wir rennen einfach mal drauf los. Ja, wo der uns hinführt, das ist ja erstmal grundegal. Wir rennen einfach mal drauf los. Hier ist auf jeden Fall eine Treppe. Und die möchte ich mir erst einmal anschauen, bevor es weitergeht. Ach, guck mal, da ist schon was. Eine Handgranate. Naja, das fängt doch schon gut an. Wo wird die jetzt hinsortiert? Ha, genau an die Stelle, wo sie nicht hinsortiert werden sollte. Da müssen wir nämlich das Ganze jetzt ein bisschen ummodellieren. So. Soll ja schick sein im Inventar. Ach, und jetzt sind wir auf dem Podest. Hallo, meine Freunde. Ich bin nicht gut in Ansprachen, also macht weiter so. Danke euch, Leute. Ihr seid ein tolles Team, ein tolles Publikum. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Okay. Da hängt noch ein Böll. Au! Mann, bin ich gut. 5000 Peseten. Mensch, Mensch, Mensch. Ganz schön geizig. Ach, nee. Schön, ich habe gerade echt Bock aufzunehmen. Gerade Resi. Möchte ich ja endlich mal zu Ende bekommen. Und deshalb habe ich echt Bock. So, wo geht's jetzt hier hin? Oh, diese ganzen Ladebalken und diese Türen hier, das ist ja wirklich, das ist schlimm. Oha. Oha. Jump over. Ja, jump over the bridge. Nee, bridge ist ja Brücke. Ja, jetzt habe ich mir doch selbst ein Eigentor geschossen. Sag mal. Komisch. Ashley kann über so einen Zaun springen. Und leider will sie nicht alleine runterklettern. Ja, diese Entwickler. Also auch
extrem geil gestalteter Hintergrund, möchte ich mal ganz kurz erwähnen. Also sieht wirklich aus wie bei der Schneekönigin, ja, so das Eisland. Also wirklich Hut ab. Nee, wir bereiten uns jetzt wieder vor auf eine schöne Spazierfahrt. Ashley, nimm doch bitte Platz. Ja, schön. Fein hast du das gemacht. Ey, und immer diese Ladebalken. Beziehungsweise sind ja keine Balken, sondern nur diese Schrift. Und die sprechen kein Wort miteinander. Meine, hallo, mein, guten Tag. Mal, wie geht's dir? Irgend sowas? Nein, gar nichts. Ich glaube, die sind froh, wenn sie sich nicht sehen müssen. Was ist das? Igitt. Ah ja, Ritter. Ritter sind nicht gut. Zumindest nicht immer. Haben wir ja schon bei Ashley festgestellt, dass Ritter nicht so toll sind. Ey, wenn, ich sag's euch, wenn die Tür jetzt wieder so einen scheiß Ladebalken macht, da flippe ich echt aus. Also echt, da könnt ihr mir mal voll auf den Hosenboden. Da könnt ihr euch voll auf den Hosenboden setzen, das meine ich. Ey, wirklich. Schon wieder so eine scheiß Ladezeit. Ich meine, gut, die gehen nicht lang. Aber in den Ladezeiten bleibt öfters mal das Spiel hängen. Leider. Alter, wo sind wir jetzt hier landet? Irgend so eine Bötgalerie. Schauen wir uns doch erstmal um. Okay, ja, links kommen wir in den Raum zwar rein, scheint dann aber da nicht weiterzukommen, weil dort zwei verschlossene Türen sind. Das heißt, da gehe ich gar nicht erst rein. Wenn wir geradeaus weitergehen, kommen wir auch nicht weiter, weil die Tür auch verschlossen ist. Das heißt, wir sollten erstmal nach rechts gehen. Bevor wir das aber tun. Nee, pass mal auf, hier drinnen ist ein Safe-Raum. Und so ein Teil, das heißt, wir sammeln uns das hier erstmal ein, denn das habe ich schon von weitem blitzern gesehen. Oh, die Fenster stehen offen. Und, draußen ist es bewölkt, ja. Genau. So, dann schauen wir uns diese Notiz hier noch an. Aha, as you may have heard. Ja, sehr interessant. Safe Fenster, Identifikator, Interpreter. Ja. Okay, ja, sehr interessant. Okay, das sollte mich jetzt aber gar nicht weiter stören. Denn ich gehe jetzt erstmal hier rein zu unserem netten Verkäufer. Ach, jetzt keine Ladezeiten. Och, das ist aber mal schön. Erstmal die Schränke durchstöbern, ob ich hier irgendwie was aufmachen kann oder so. Ja, siehst du, der Schrank geht nämlich auf. Und Muni. Muni ist immer gut. Ich bin heute so spreche. Ich bin heute in so einer richtigen Sprechlaune. Ich kann heute nicht meine Klappe für 5 Minuten halten. War schon vorhin schon im Laden so, als ich einkaufen war. Hab mir ein neues Spiel zugelegt. Ich verrate aber noch nicht welches. Vielleicht kommt davon ein Let's Play, vielleicht auch nicht. Sollte ich jetzt speichern? Nee, ich will erstmal verkaufen. Welcome, Stranger. Got some rare things on sale, Stranger. Ja, was habe ich gesagt? So, mein Freund, wir möchten erstmal verkaufen. Und zwar. Ja, hier kommt mein First Aid Spray. Ich hab so viele. Nee. Die Spin. Oh, 7 Spinelle, die man verkaufen können. 14.000, Alter, bist ein Reich. Boah, davon nochmal 4. Ich glaube, von dem Bernstein-Dings-Gedöns hier kriegen wir nicht mehr alle voll. Ich glaube, da haben wir irgendwo einen übersehen, auch von dem Butterfly-Lampen hier. Ne, von den von der Schmetterlingslampe. Ich glaube, ich habe meinen Schmetterling einfach so verkauft, den ich heute dran buppen können. Habe ich nicht gemacht. Die Maske, da könnten wir vielleicht noch alle zusammenkriegen, glaube ich, aber. Ach ja, das können wir verkaufen. Ja, ist ein Old Stranger. Das Ding können wir, glaube ich, auch verkaufen. Ja, das braucht man nämlich auch nicht. Ja, verkaufen. Gut. Danke dir. Was hast du denn so zu verkaufen? Aha, die Karte des. Vom Schloss. Das ist ja mal sehr schön zu wissen. Die brauche ich aber eigentlich nicht. Die TMP. Ich bin immer noch so fixiert auf die TMP. Ich weiß auch noch wieso. Vielleicht sollten wir uns die doch mal kaufen. Ich finde die irgendwie so geil, aber ich finde in so einem Resi-Spiel so eine TMP. Ist vielleicht doch was Geiles, aber ich bin immer so geizig. Bin so ein richtiger Geizhals. Kann ich jetzt hier irgendwas, Shotgun habe ich ja nicht mehr, Riot Gun. Nur die Kapazität. Brauche ich eigentlich auch nicht.
Auf, pass mal auf. Wir rüsten einfach mal aus. Wir haben ja gerade so viel Kohle. Ach hier, machen wir die Kapazität noch hoch. Nee, komm. Nachladegeschwindigkeit brauche ich momentan noch nicht. Das Power Level könnten wir vielleicht nochmal hoch machen, aber ich möchte das nochmal auf die Reap kann. Da hauen wir auch mal die Kapazität hoch. Broken Butterfly. 30.000 Feuerpower. Nee, niemals. Nachladegeschwindigkeit könnte man hier vielleicht mal irgendwann mal auftischen. Ach halt. What are you buying? What are you buying? Ich würde vielleicht nur jetzt die TMP kaufen. Würde ich vielleicht überlegen. What are you buying? Come back. Come back. Ja, ich komme vielleicht zurück, vielleicht. Ich würde mir vielleicht die TMP kaufen. Ach nee, komm. Nee. Komm. Die TMP, nee. Pass mal auf, ich tune jetzt nochmal. Ich tune noch einmal hier die Feuerpower. Dann haben wir nämlich da die Feuerpower voll und dann können wir erstmal wieder sparen. Den Rest brauchen wir erstmal nicht. So, dann würde ich sagen, speichern wir hier ab. Save such fool. Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. So, mehr gibt es ja eigentlich nicht zu hören. Hier ist nur noch so ein Schießstand, so ein dämlicher. Was ich dazu sagen kann, die Schießstände bringen eigentlich gar nichts, also die dummen Figuren da, die ich da gesammelt habe, die braucht man nicht unbedingt, deshalb mache ich das nicht nochmal. Ich habe das letzte Mal einen ganzen Part in so einen scheiß Schießstand hier verbracht. Und deshalb, das finde ich einfach nur, ja, langweilig und sinnlos. Und obwohl, langweilig ist es nicht, ist eigentlich ein cooles Feature, aber ich finde es jetzt im Let's Play, ich habe es euch ja mal komplett gezeigt, deshalb finde ich, ist das jetzt nicht notwendig. Ich würde sagen, ich beende den Part jetzt hier erstmal in dem schönen, kleinen, sicheren Safe Room. Hört sich auch immer in den Räumen hier, wo man speichern kann und bei den Händler auch immer so an wie in den alten Resi-Spielen. So ein Safe Room halt wirklich. Finde ich echt, das finde ich gut, dass sie sich doch so bei dem Wurzhändler geblieben sind. Obwohl ich diesen Resi-Teil gar nicht so gut finde, aber naja. Ich möchte ja alle machen. Und dann muss ich auch die machen. Nur leider habe ich auch gar nicht alle Resi-Teile. Aber gut, das gehört jetzt ja nicht hier ins Let's Play rein. Von der 1 bis 6 habe ich ja alle, aber sowas wie Zero oder Remake oder Code Veronica X, die fehlen mir halt noch. Und die werde ich mir auch noch zulegen irgendwann. Irgendwann, irgendwo, irgendwie. Naja, mal gucken. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's erstmal für diesen Part. Wir haben wieder 13 Minuten rumgeschlagen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.